Liebe Videofreunde, bevor ich jetzt das Video von unserem Batterieeinbauen nochmal hochlade, möchten wir uns bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr so aufmerksam gewesen seid und uns auf den Fehler drauf aufmerksam gemacht habt. Das ist ja noch nicht so ein ganz ohne Fehler, sondern schon eher so ein bisschen gravierender Fehler, dem da Michael passiert ist. Und er bittet um Entschuldigung, er kann leider nicht da sein, aber ihr könnt mir glauben, dass der sich in den Hintern beißt. Also er ärgert sich wirklich sehr. Natürlich ist das so, wie er das im Video sagt, nicht richtig, sagt er. Es ist genau andersrum, so wie das auch ein Zuschauer uns oder mehrere Zuschauer uns eben auch geschrieben haben. Und er wollte das erst gar nicht glauben, dass er das verkehrt gemacht hat. Und schon gar nicht, also was ihm am allermeisten beschäftigt ist, dass er es ja auch verkehrt gemacht hat und nicht nur erzählt. Aber irgendwie war er wohl mit den Gedanken völlig quer passiert und ärgert sich natürlich selbst am allermeisten darüber. Zumal er ja also das schon öfters mal macht und auch Michael ist ja Flugzeugmechaniker, also so ganz ohne Wissen ist er halt eben auch nicht. Aber es ist einfach, er hat einfach da irgendeinen Denkfehler drin gehabt. Also, es ist natürlich so, dass beim Ausbau der Batterie zuerst immer Minus abgeklemmt wird oder auch Masse genannt und dann Plus und beim Einbau genau umgekehrt, zuerst Plus und dann Minus. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, weil ich bin aus dem Thema raus. Ich habe davon keine Ahnung. Aber wie gesagt, wir möchten uns bei euch bedanken und zeigen es jetzt nochmal richtig. Wir können natürlich den Film nicht neu machen, aber ich blende das dann dick und fett ein, wenn dieser Fehler passiert. Und wir bitten um Entschuldigung und dann nennen wir das halt eben ein Video so, wie man es nicht machen sollte. Also, trotzdem wünschen wir euch vielleicht ein bisschen Spaß oder wie auch immer dabei. Und vor allen Dingen wünschen wir euch jetzt ein schönes Weihnachten. Bleibt schön gesund, macht euch hübsch und gemütlich im Kreise eurer engsten Familienmitglieder und habt eine gute Zeit. Da, 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 da! Endlich eine Lithium-Batterie. Die da heißt? Ja, die heißt Supervolt. Ich habe mal geguckt da im Internet nach einer 150 Amperestunden Batterie. Gibt es ja verschiedene Anbieter und die waren alle so bei 1400 bis 1600 Euro, je nachdem. Und eine war dabei, Bultran heißen die, glaube ich, die machen auch, die sagen, die Dinger werden in Deutschland zusammengebaut. Die hat auch 160 Amperestunden, die kostet dann knapp 1600. Aber muss dazu sagen, die Zellen selbst, letztendlich kommen die alle aus China. Und die hat jetzt knapp 1100 gekostet mit 150 Amperestunden. Mal gucken, ob sowas taugt. Ich will es hoffen, weil 1100 Euro sind immer noch 1100 Euro. Aber die geben eine Garantie von 5 Jahren und Ladezyklen über 3000, das heißt unter normalen Umständen 7 bis 8 Jahre, bis du die Ladezyklen erreicht hast. Und dann ist die auch noch nicht kaputt, dann hat sie immer noch 80 bis 90% ihrer Kapazität. Also wahrscheinlich länger als das Auto, wenn das Ding was taugt, was ich jetzt einfach mal hoffe. Ja, also wir werden berichten, wenn sie drin ist. Michael, wir versuchen die Woche. Ja, die muss hier unter dem Fahrersitz, weil bei dem Auto ist es leider so, dass die Aufbaubatterie unter dem Fahrersitz ist und nicht unter dem Beifahrersitz. Und da ist dann auch noch der Elektroblock und der Ladebooster. Also sehr viel Platz ist da nicht. Die hat die gleiche Größe wie die jetzt eingebaut ist. Das sollte also funktionieren. Und die ist jetzt leichter? Die Hälfte wiegt die. Was? Die ist doch schon so schwer, die kann ich kaum hochheben. Ja, dann hebst du mal die andere, wenn ich sie draußen habe. Wahnsinn. Was wiegen die denn so? Die wiegt, glaube ich, 17 Kilo oder so. Die andere hier paar 20. Alter Falter. Ganz schön schwer. Ja, also ich freue mich total auch, dass wir das gemacht haben. Dann kommt noch ein Wechselrichter. Irgendwann bauen wir noch ein.
weil ich will dann einfach auch, ich will einfach nicht immer, also wir fahren ja oft auf Campingplätze nur wegen Strom oder auf Stellplätze, weil wir müssen uns dann wieder irgendwie versorgen mit Strom, ist klar. Mein gut, hier kannst du auch nicht, hast du auch nicht dauerhaft Strom, musst auch zwischendurch fahren und aufladen und so weiter und so fort, ne? Aber auch gerade mal, wenn man unterwegs ist jetzt, wo wir jetzt auch in der Schweiz oft waren und da auf den Pässen gestanden haben, und das ist schon eine tolle Sache, und vor allen Dingen, dann kann ich leicht mal meine Haare waschen und föhnen ein bisschen, wenn ich einen Wechselrichter habe, und muss nicht deswegen unbedingt auf den Campingplatz fahren. Also ich hoffe mal, dass das funktioniert. Das wäre eine Riesenerleichterung, und vor allen Dingen auch den Laptop halt laden. Das ist eigentlich, Laptop laden ist eigentlich das Hauptthema, weil ich ja auch viel, wenn ich alleine unterwegs bin, dann auch hier arbeite und die Videos schon fertig mache und schneide. Und es ging immer nur da, wo Strom war. Ansonsten, unser Laptop, der hält nicht lange. Das ist natürlich auch ein Riesenprogramm, mit dem man arbeitet. Und das ist in einer Dreiviertelstunde ist der Laptop dann runter. Und dann konnte ich nicht mehr aufladen. Und das ging mir wirklich also auf den Keks, muss ich ehrlich sagen. Und dann musstest du immer irgendwo sein, wo du Strom hattest. Und so kannst du auch mal, ja, vielleicht auch mal ohne Strom auf dem Stellplatz stehen. Dann hast du auch die schöneren Stellplätze irgendwo, wo nicht so viele stehen, wo du keinen Strom brauchst. Und da freue ich mich total drüber. Also dann ist man doch wieder ein Stück weit unabhängiger, gell? Ja. Sehr. Und dann kommt noch, im Januar kommt dann noch die Trockentrenntoilette. Wir haben jetzt gesagt, wir hauen die Kohle raus. Scheißegal. Wer weiß, was kommt. Weiß man's? Man weiß doch nicht, was kommt. Und es wird jetzt mit eben klar gemacht und fertig aus. Und dann haben wir Ruhe für die nächsten Jahre hoffentlich. Und na? Ja, dann haben wir kein Geld mehr, müssen das Auto verkaufen. Also, ja, Trockentrenntoilette, da ist auch noch mal so etwas, wo ich mich drauf freue, weil eigentlich ja alle berichten irgendwo, dass es besser ist. Es gibt natürlich auch Mankos, ist ganz klar. Es gibt immer ein Für und Wider. Aber ich glaube, unterm Strich ist es halt einfach doch wirklich eine Erleichterung, wenn du nicht andauernd diese blöde Kassettentoilette leeren musst. Ich find's nicht schön. Ich habe es ja nur auch schon selber gemacht. Also es muss man nicht unbedingt haben. Das andere muss natürlich auch geleert werden. Aber so, was wir gesehen haben, da hält sich das ja alles irgendwo ganz schön in Grenzen und ist gar nicht so unappetitlich. Lange nicht so wie so eine Kassettentoilette. Also das hoffen wir mal. Ja, also das kommt noch im Januar. Und dann sind wir mit dem Thema Auto, Reparaturen, Anschaffung aber erstmal vorläufig durch und können hoffentlich, solange es der liebe Gott will und auch die Umstände es wollen, im März dann in den Norden fahren. Da wollen wir ja dann hoch. Ja. Und wollen gucken, ob wir Polarlichter sehen können, dass wir das auch abhaken können, zumindest schon einmal im Leben gesehen haben. Und dann ist das wieder ein großer Wunsch, den wir uns erfüllen. Das war ja das, was ich gesagt habe, wenn meine Mama mal nicht mehr ist, dann möchte ich das Erste, was wir machen, dass wir die Polarlichter eventuell sehen können. Das ist ein großer Traum von uns und den wollen wir uns erfüllen, ne? Ja. Keinen 60. groß gehabt, meinen 55. nicht gefeiert. Und dann können wir uns das jetzt dieses Jahr mal. So, ihr Lieben, das war's. Aber demnächst geht's wieder los. Also ich fahre auch wieder. Michael fährt nächste Woche arbeiten und dann fahre ich ein oder anderthalb Wochen später fahre ich nach. Und dann, ja, dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. Brauchen wir das Ding erstmal. Jetzt brauchen wir das Ding dann ein, ja, aber heute nehmen wir jetzt die Woche. Morgen gehen wir impfen. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Hoffentlich haben wir nicht so viel Nebenwirkungen, dass wir die Batterie nicht mehr einbauen können. Oh, ja. Hoffentlich werden wir geimpft. Hoffentlich werden wir geimpft, ja. Hoffentlich rufen die nicht noch an und sagen ab, weil wieder irgendwie kein Impfstoff da ist oder weiß der Geier was. Ja. Bis demnächst. Bleibt schön gesund, gell? Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, hallo. Der Zeitpunkt des Batteriewechsels ist jetzt endlich gekommen. Wir haben unsere neue 150 Amperestunden Lithium hier, tauschen sie aus gegen eine, wie ich jetzt erst gesehen habe, sogar nur 80 Amperestunden
Bleibatterie. Wir dachten, es wäre 95, aber war nur oder ist nur 80. Wie man sieht, ein Fernsehkoch sagt, wir haben dann schon mal was vorbereitet. Sitz- und Drehkonsole ausgebaut. Und da das alles hier sehr, sehr enge ist, musste ich auch den Elektroblock lösen, um überhaupt an den Halter von der Batterie da unten dran zu kommen. Das wird auch noch ein bisschen gefummelt, das wieder einzubauen, aber das kriege ich schon hin. Ja, die ganze, das Ausbauen, Sitz- und Drehkonsole ist kein Hexenwerk. Du hast 6 Schrauben am Sitz, die machst du raus. Und da sind 2 Kabel dran. Einmal ist es hier vorne verbunden. Das ist wohl für den Airbag. Das heißt, sobald das Ding dieser Stecker getrennt ist, bitte die Zündung nicht mehr anmachen. Und du machst hier nur die Verriegelung auf und dann kannst du den abziehen. Und dann ist noch ein kleines Massekabel mit verbunden. Das ist, hier sind 6 Schrauben für die Drehkonsole plus 2 Muttern von hier unten. Und da ist dann auch dieses Massekabel mit verbunden. Wenn man also diese Mutter löst auf der Seite, kann man das Massekabel abmachen. Und dann kann man den Sitz wegheben. Und dann kommt man an die Drehkonsole. Ich hatte gehofft, ich könnte das in einem Teil abbauen, aber da hat mir dieser Bolzen hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich bin nicht dran gekommen, solange wie der Sitz eingebaut war. Dieser Bolzen sitzt hier an der Stelle. Der sitzt oben drauf. Und den kannst du drehen, wie du willst. Du kommst nicht ran in der Drehkonsole. Später, wenn der Sitz ab ist, ist ein Loch, dass du von oben dran kommst mit einer 20er Nuss. Kannst du den rausdrehen. Du kommst auch von der Seite mit einem 20er Maulschlüssel dran, aber wie gesagt, von oben dran kommen, rausdrehen, mit Sitz eingebaut, ist nicht. Ist aber nicht schlimm, hat 5 Minuten gedauert, war der Sitz raus. Ist also nicht alles, was du brauchst. Was 13, hast du jetzt nochmal genau gemacht, um den Sitz, das ging jetzt ein bisschen schnell. Ich hatte gehofft, ich könnte die beiden Teile, Drehkonsole und Sitz, zusammen ausbauen. Weil dann hast du ein Teil und hebst das weg und gut ist, aber ich bin an diesen Bolzen hier nicht rangekommen. Der sitzt, wenn die Drehkonsole eingebaut ist, sitzt der hier auf dieser Position. Du kommst an alle Schrauben dran, nur an das Ding kommst du nicht ran. Und wenn du den Sitz abhast, siehst du in der Drehkonsole selbst ist ein Loch. Das kannst du dann genau da hindrehen. Dann nimmst du eine Nuss, eine 20er tiefe Nuss und dann kannst du das Ding hier rausdrehen. Du kommst auch von der Seite dran mit einem Gabelschlüssel. Allerdings glaube ich, dann kannst du immer noch nicht die Schraube nach oben rausdrehen. Also das Einfachste ist wirklich Sitz abbauen, 6 Schrauben, 5 Minuten, kein Ding. 2 Schrauben haben Torx 40, also mit einem 13er Nuss und einem 40er Torx baust du den Sitz aus und auch die Drehkonsole. Außer für das Ding brauchst du eine 20er Nuss oder 20er Gabelschlüssel. Und dann hast du das Teil in der Hand. Und dann hatte ich gedacht in meiner Blauäugigkeit, naja, jetzt machst du den Halter los und hebst das Ding raus. Nee, wie gesagt, da ist kein Platz. Ich musste also den Elektroblock noch losmachen, um an den ganzen Kabeln hier vorbeizukommen. Und ja, aber nun ist es soweit. Jetzt ist alles gelöst. Und nun sollte das funktionieren. Wollen wir mal hoffen, dass ich das Teil rauskriege und die neue rein. Oh, dann los, jo. Den Manto. So. Das Schlimmste ist geschafft, hoffe ich. Das Ding raus. Nur die neue rein. Die aber eine ganze Ecke leichter ist, das muss man einfach mal sagen. Die kann ich also locker hier mit einer Hand heben. Ja, ich nicht. Ja, du brauchst sie auch nicht einbauen. Aber. Dieses Gefummel hier mit den ganzen Kabeln. Drinne. Jo, also Platz haben sie einem keinen gelassen hier. Sehr eng. Aber geht.
ich habe. So, jetzt machen wir die Halter fest und die Pole dran. Und ach so, hier muss ich noch umstellen auf Lithium, weil das geht an dem Teil sogar, hätte ich gar nicht gedacht. So, wir haben an der sonstigen Elektrikanlage nichts geändert, sprich auch unser Ladebooster ist noch der, den wir von Anfang an hatten, den etwas schwächeren. Und funktioniert er dann trotzdem? Der sollte funktionieren laut dem Aussage von dem Händler hier von Supervolt, ist es so, die optimale Ladespannung ist wohl zwischen 25 und 30 Ampere. Und das ist das, was das Ding bringt. Es geht auch wesentlich mehr, aber für die Batterie ist es wohl am angenehmsten, wenn sie so mit 25 bis 30 Ampere geladen wird. Wir gucken uns das an über die nächsten Wochen und Monate, ob das hinhaut. Wenn es hinhaut, lassen wir ihn drin. Wenn nicht, kommt ein stärkerer rein. Und ich habe aber gesehen, zu meiner freudigen Überraschung, das Teil hat sogar einen Schalter, wo du auf Lithium stellen kannst. Also das ist ja schon mal was wert. Wo ist der? Das ist ein ganz kleiner Schalter hier unten. Da muss ich wahrscheinlich mit so einem Mini-Schraubenzieher reingehen und das Ding auf Lithium stellen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das wirklich so funktioniert. Diesen ganzen Elektroblock hier wieder festzukriegen, wird auch noch mal ein Spaß. Lass mal gucken, wo das Ding ist. Damit so lange rumfummeln muss. Okay. So, jetzt. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Oh. Also wenn jemand dicke Hände hat, schwöre ich dir, der wird hier am Verzweifeln sein. Schmalen Händen ist es nicht so einfach hier. Was ist denn dieses Scheißding, Mann? Nee. Zoomen wir das nochmal. Stimmt. Wirklich. Das wäre ja was für mich, ne? Das ist ja... Kein Platz gelassen für nichts. Jesus, ne. Also muss es ungefähr da sein. Zieht sich nicht fest. Die Ecke geht auch. Da muss er ungefähr dahin haben. Dann kriegen wir die auch rein. Muss man vielleicht mal einen Schraubendreher mit einem dünneren Griff holen, damit ich hier nicht verkante. Ich glaube, das wird mein Problem sein, was ich hier habe. Denke ich einfach mal. Nee, geht nicht. Gut. Probiere ich es nochmal mit dem hier. Und wenn nicht, wie gesagt, dann holen wir uns mal einen anderen Schraubendreher. Eben. Oh. So, jetzt wenn du jetzt anschließt, woher weißt du jetzt, was du bei Plus und bei Minus anschließen musst? Standard bei einer Batterie schließt du immer zuerst, wenn du so abtrennst, machst du erst Plus ab, dann Masse und beim Einbau genau umgekehrt, erst die Masse dran und dann Plus. Und warum? Damit du keine Kurzschlüsse hier fabrizierst. Und woher weißt du jetzt, was Minus ist und was Plus ist?
was du anschließen musst? Das sieht man ja schon allein an den Anschlüssen hier, an den Kabeln. Und hier ist rot, das ist Plus. Aha. Okay, dann machst du hier Minus, kommt jetzt hier dran. So, und jetzt muss ich gucken, mit was hatte ich die denn eigentlich festgehalten? So. Warum vielleicht? Fest ist es. Oh, wie weit man kommen will. Jo. Das kann man lassen. Erklärst du nochmal, was du gerade gemacht hast, bitte? So, ich habe jetzt meinen Temperaturfühler dann doch hier durch diese Schutzkappe noch mit durchgekriegt und angeschlossen. Das ist jetzt alles fest. Jetzt machen wir noch den Pluspol dran. Dann können wir hier zusammenbauen. Unsere Pole sind fest. Noch drüber hier. So. Guti, dann bauen wir mal unseren Sitz wieder ein. Mal gucken. Das sind diese Stehbolzen. Da sind die Muttern dran von unten. Zeig mir nochmal. Ja. Das heißt, wenn du diese Drehkonsole ausbaust, 6 Schrauben plus diese 2 Muttern. Und da ist dann noch das Massekabel von dem Sitz mit dran. Hier ist dieses ominöse Loch, wo man dann an die Schraube dran kommt. Oh, welches Loch? Hier. Und du kommst, wenn der Sitz eingebaut ist, der sitzt jetzt hier oben drauf, kommst du noch nicht ran. Also ich habe es nicht geschafft. Sagen wir es mal so. So, damit ist unsere Konsole fest. Ach ja, mit Sitz ist es einfacher. So, gut. So, hebst du dann mal den Sitz drauf und ich gehe schon mal einen Kaffee trinken. Naja, oder auch nicht. Ja, das wird jetzt ein bisschen gefuddelt, das Ding da drauf zu kriegen. So, die Konsole ist drinne. Hier sind die beiden Kabel. Einmal, wie gesagt, angeblich für den Airbag. Und einmal dieses Massekabel, von dem ich gesprochen habe. Das kommt dann von unten an die Drehkonsole dran. Die stecke ich jetzt hier durch. Und dann hebe ich mal den Sitz da drauf. Wo steckst du das durch? Hier ist eine reichlich Platz. So, da sind meine Löcher. Einmal, zweimal. So, der Kumpulo ist drinne. So.
So. So, jetzt der Sitz ist ja jetzt so weit eingebaut. Jetzt fehlen nur noch die zwei Muttern, die hier unten an der Drehkonsole sitzen. Die kann man nicht sehen, das ist genau in der Schiene drin. Kann man aber easy füllen. Kommt rechts und links eine hin und links die, wie gesagt, da ist dann auch das Massekabel mit dran. Weil ich hatte mich am Anfang gewundert, wo das Kabel überhaupt festgemacht ist, das habe ich dann gesehen. Ist also auch ein bisschen tricky. Na, ist kein Problem, man sieht es halt nicht. Wenn du es nicht weißt, dass da noch zwei Muttern dran sind. So, und dann noch. So, ist das Kabel schon mal dran. Jetzt noch die Mutter drauf, und ist gut. So, jetzt ist mir ein kleiner Fauxpas passiert hier. Das Solarvorbereitungskabel habe ich vergessen, wieder unter den Sitz zu legen. Das geht jetzt so auch nicht mehr durch. Das heißt, ich muss den Sitz noch mal lösen und das Kabel reinschieben und dann den Sitz wieder festmachen. Aber das ist alles kein Problem. So, also die Batterie ist drin angeschlossen und der Sitz und die Konsole sind auch wieder eingebaut. Zum zweiten Mal, ich durfte ja noch einmal zur Übung das ganze Ding komplett wieder abgauen, weil ich dieses Kabel da falsch verlegt hatte oder gar nicht verlegt hatte, sondern einfach nur habe raushängen lassen von der Solaranlage. Also das Ganze nochmal ab, Kabel rein, wieder anbauen. Hat allerdings beim zweiten Mal dann nur noch eine Viertelstunde gedauert und dann war alles gut. Und Batterie, wie gesagt, ist dran, er läuft. Da ist so eine Bluetooth-App mit dabei. Da sieht man das und Ladezustand 100%, also die ist vollgeladen gekommen. Jetzt schauen wir mal, ob uns das was bringt mit unserer Freisteherei oder Autarksteherei. Ich denke schon, da wir vorher nur eine 80 Ampere-Stunden Batterie drin hatten, von der du die Hälfte nur benutzen kannst und wir jetzt eine 150 Ampere-Stunden drin haben, die man quasi komplett nutzen kann, sollte uns das schon was bringen. Und Langzeiterfahrung können wir dann natürlich auch erst nach Langzeit machen. Weil wenn die wirklich durchhält, ihre 3000 oder über 3000 Zyklen, dann reden wir hier von 6 bis 7 Jahren. Und das hoffen wir jetzt ganz einfach mal. Weil dann war das ein guter Preis, muss ich sagen, für die Batterien. Also wenn das alles so klappt. Schauen wir mal. Und wir werden weiter berichten. Bis dann. Ciao. So, jetzt stehe ich hier auf dem Platz, wo ich eigentlich unseren Besuch erwartet habe. Aber unser Besuch ist nicht da. Da steht zwar ein weißer Van, aber das ist nicht unser Besuch. Keiner da. Na, nun bin ich ja mal gespannt. Das ist eigentlich mein Kindersee sozusagen. Also jedes Jahr im Sommer waren wir mit meiner Mutter hier 3 Wochen Urlaub machen, weil wir konnten uns das nicht leisten, in Urlaub zu fahren. Und dann sind wir halt immer jedes Jahr 3 Wochen hier an diesem Badesee gewesen. Und im Winter waren wir als Kinder immer hier Schlittschuh laufen. Also es ist auch eine schöne Kindheitserinnerung. Aber jetzt müssen wir mal los, weil jetzt müssen wir mal schauen, wo wir unseren Besuch finden. Ob er an einem anderen See vielleicht steht? Schauen wir mal. Es könnte sein, ich hatte recht. Schaut doch mal, wer hier steht. In Cottbus. Am Branitzer Badesee.
Jetzt muss er nur noch da sein, der Gute. Na, servus. Ich warte hier schon 5 Stunden. Wo wart ihr? Am Magloer Badesee. Ja, wir wollten dich abholen. Ach so. Habt ihr meine WhatsApp nicht gekriegt? Nee. Ja, müsst ihr lesen.